Ich komm ja schon. Hallo. Herr Jakob. Ist Bella da? Ja. Aber was machst du denn hier? Ich hab's nicht mehr ausgehalten nach deinem Anruf. Die Nummer wurde angezeigt und dann habe ich mir die Adresse von der Auskunft besorgt und bin dann gleich losgefahren. Den Weg hättest du dir sparen können. Bella, ich möchte mit dir reden. Ich aber nicht mit dir. Ich muss dir so viel erklären. Ich habe eben gesagt, ich möchte nicht... Bella! Er ist extra gekommen. Red doch kurz mit ihm. Schlafen. Rebecca. Und Tristan. Hast du ein schlechtes Gewissen? Naja, Tristan lässt auch keine Möglichkeit aus, mir zu zeigen, dass ich es verdient habe. Ich bin zufällig Rebecca über den Weg gelaufen und ich war noch nicht mal dazu fähig, mich auf einen Kaffee mit ihr zu verabreden. Ich denke mal an Tristan, wie es ihm wohl dabei gehen würde und was er tun würde, ob es alles noch schlimmer machen wird. Aber ich will mich auch nicht länger verstecken. Ja, das wäre auch das falsche Signal Rebecca gegenüber. Da müsste sie ja denken, deine Rücksicht auf Tristan ist dir wichtiger als sie. Ja, ich weiß. Na, wenn du das alles schon weißt, dann bleibt dir jetzt ja nur noch eins übrig. Handle danach. Tanja? Ja, ich weiß, es ist spät. Du musst mir einen Riesengefallen tun. Kann ich Ihnen sonst noch was anbieten? Nein, vielen Dank. Okay, ich gehe dann schlafen. Ja, klar. Ich wollte es dir immer sagen. Deine Mutter und ich, wir wollten es dir immer sagen, wenn du alt genug sein würdest. Dann ist sie gestorben. Ihr Tod hat dich so mitgenommen. Ich wollte dir nicht noch mehr wehtun. 15 Jahre lang? Ja, ich weiß. Ich habe wohl immer nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht. Den habe ich dann doch wohl irgendwie verpasst. Verpasst? Du hast dich nicht getraut. Ja, das stimmt. Ich hatte Angst, wenn du es erfährst. Du würdest vielleicht weglaufen. Nach deinen richtigen Eltern suchen. Oder sonst was. Vor ein paar Wochen habe ich dich direkt gefragt, ob ich adoptiert worden bin. Spätestens da hättest du mir die Wahrheit sagen können. Aber du hast mir ins Gesicht gelogen. Ja, das stimmt. Ich wollte dich schon... Ach, hör doch auf! Was ist doch für dich getan? Weil du mich gebraucht hast. Ich war dein einziger Halt. Du hättest dich um mich kümmern müssen. Stattdessen musste ich für dich da sein. Dieses ganze Geschwafel von wegen, wir sind doch eine Familie und wir haben doch nur uns. Ist doch alles Lüge. Ich kann mir das jetzt echt nicht weiter anhören. Bitte geh. Gute Nacht.
Habt ihr euch wieder gestritten? Wonach sieht's denn aus? Jessica war vorhin bei meinen Eltern. Also bei meiner Mutter. Was hat sie gesagt? Keine Ahnung, meine Mutter ist nicht mit der Sprache rausgerückt. Aber Hagen hat gesagt, sie hat geweint. Hagen, ja. Sie schläft dort drüben bei Charlie. Umso besser. Du, Daniel, ich weiß, wie schwer verzeihen ist, aber ich dachte, ihr beide bekommt es hin. Du liebst sie doch. Bei euch ist wieder alles in Ordnung? Ja. Du bist über den Seitensprung echt weg, ja? Mir ist einfach aufgefallen, wie viel ich aufgeben würde. Liegt die Krise wirklich immer noch an Hagen? Dann sollst du dir vielleicht mal überlegen, ob es dir das wirklich wert ist. Oder ob es nicht langsam an der Zeit ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ella? Hm? Willst du reden? Heute nicht mehr, Olli, danke. Okay, dann bis morgen. Gute Nacht. Wir haben eine neue Nachricht. Bernard, das tut mir alles so leid. Weißt du, du bist die Tochter, die ich mir immer gewünscht habe. Und ich liebe dich. Ja. Ja, das wollte ich dir noch sagen. Ich habe mir ein Hotelzimmer genommen. Vielleicht können wir ja morgen reden. Schlaf gut, mein Sternchen. Dein Papa. Anrufen. Kann ich reinkommen? Klar. Ich habe schon ein paar Mal versucht, dich anzurufen. Ja, ich weiß. Und ich habe dir ungefähr 50 SMS geschickt. Entschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe. Sag mal, hast du eigentlich die geringste Vorstellung, wie es mir geht? Ich wollte mit dir in Afrika eine neue Existenz gründen. Ich doch auch mit dir. Und genau deshalb wollte ich dich nicht länger anlügen. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir? Du, ich, ja. Sag mal, warum hast du eigentlich mit Danas Mutter gesprochen? Weiß sie jetzt etwa auch schon über uns Bescheid? Ja, ich brauchte ganz dringend jemanden zum Reden, nachdem du abgehauen bist. Jetzt machst du mir Vorwürfe, weil deine Neuigkeiten mich umgehauen haben, ja? Nein, natürlich nicht. Wer weiß sonst noch Bescheid, außer mir? Nur Leonie. Na toll. Daniel, das Wichtigste ist doch, dass wir beide uns lieben. Ja, aber... Tut mir leid, ich pack das nicht. Gib's doch zu, Chrissy. Du bist inzwischen genauso verliebt in das Fohlen wie Dana. Ja, klar bin ich eifersüchtig. Ich würde nämlich auch immer wieder mit dir frühstücken. Okay, bis später. Ciao. Morgen. 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 Setz dich doch. Danke.
Willst du einen Kaffee? Okay. Ja, ich muss dann jetzt los. Sehen wir uns denn nachher noch, bevor du abreist? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ihr mich so schnell wieder loswerdet. Wenn das okay für euch ist. Dann bleibst du? Ja, wie geil ist das denn? Also, ich habe nichts dagegen. Okay. War es so schlimm? Ja, das war ganz furchtbar. Wir haben geredet und ich habe ihn angesehen und plötzlich dachte ich, vor mir sitzt ein vollkommen fremder Mensch. Bisher hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass er euch sehr nahe steht. Du wohnst ja sogar noch bei ihm. Nach dem Tod meiner Mutter, da ging es ihm ziemlich schlecht. Er war depressiv und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nicht da bin, dann geht er kaputt. Jetzt erfahre ich, dass er mich immer nur belogen hat. Die ganzen Jahre mit ihm war nichts weiter als ein riesiger Haufen Lügen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er dich wie eine leibliche Tochter liebt. Kann sein. Ich brauche jetzt trotzdem erstmal ein bisschen Abstand. Ist er denn noch in Düsseldorf? Mhm. Mhm. Also ich will ihn echt nicht in Schutz nehmen, aber er hat gestern Abend schon so gewirkt, als ging es ihm ziemlich schlecht. Er will mich treffen. Und du? Hallo. Was gibt's denn? Stimmt irgendwas nicht mit meiner Kollektion? Nicht mit der Kollektion, eher mit dir. Du bist wieder eingestellt. Was? Ich spreche Chinesisch, du hast deinen Job als Chefdesignerin wieder. Und das sag ich jetzt nicht nochmal. Aber warum? Bestimmt nicht, weil ich dich so lieb habe. Natürlich nicht. Auch nicht, weil du es verdient hättest. Ja, natürlich. Und schon gar nicht, weil ich auf dich angewiesen bin. Tanja. Sagen wir es mal so, eine gute Freundin hat sich für dich stark gemacht. Das ist ja... Ah, statt sie anzurufen, solltest du vielleicht besser direkt nach Hause fahren. Und nichts erspart. Schön, dass du gekommen bist. Möchtest du auch was frühstücken? Die mir ganz verrückte Konfitüren. Pfirsich, Lavendel, Erdbeer, Melisse. Nein, ich habe keinen Hunger. Für mich nur ein Cappuccino, bitte. Sehr gerne. Ich nehme ein provenzalisches Frühstück und einen Orangensaft. Kommt sofort. Darf ich? Ja, danke. Was du gestern gesagt hast, dass ich hätte für dich da sein sollen und nicht umgekehrt. Das stimmt. Und natürlich hätte ich dir auch sagen müssen, dass du adoptiert worden bist. Aber nach dem Tod deiner Mutter, ich hatte solche Angst, dich auch noch zu verlieren. Warum verlieren? Dass du denken könntest, dass du nicht meine richtige Tochter bist. Dabei hat sich das für mich immer so angefühlt. Ich schwör's dir, das war immer so, vom ersten Moment an, als ich dich gesehen habe. Von der ersten Sekunde an dachte ich, das ist meine Tochter. Ich liebe dich. Ich hätte aber trotzdem gern die Wahrheit gewusst. Wahrscheinlich habe ich mir eingeredet, dass du die Wahrheit nicht verkraften würdest. Dabei war ich derjenige, der damit nicht umgehen konnte. Deine Mutter, die konnte sowas. Reden und zuhören. Die hat immer alles richtig gemacht. Im Gegensatz zu mir. Ich kann gut